es einfacher. Da wusste ein Mann, was es heißt, ein Mann zu sein. Wenn er Unrecht sah, wehrte er sich. Seine ganze Art zu leben bereitete ihn auf unausweichliche Konfrontationen vor. Aber dann geschah etwas. Ein Mann durfte sich nicht mehr gegen das Unrecht auflehnen, das ihn umgab. Das ist eine Krankheit. Dagegen hilft nur jemand, der begreift, was auf dem Spiel steht. Hat jemand McConnell gesehen? Jemand, der aufsteht wie ein echter Mann und etwas gegen die Ungerechtigkeiten und Unbill auf dieser Welt unternimmt. Vielleicht das ist meins. Lassen Sie das, geben Sie das wieder her. Heute. Komm schon. Jetzt gleich, noch vor der Mittagspause. McConnell. Wow, sehen Sie sich das mal an? Ja. Alles okay. Hast wieder gekniffen, oder? Ich habe nicht gekniffen. Das Timing hat nicht gepasst. Ihr solltet froh sein, dass ich es heute nicht getan habe. Denn wer sollte euch sonst jetzt füttern? Wen interessiert das Futter? Hauptsache, die krepieren endlich. Denn von heute an will ich wissen, was Bob McConnell denkt. Und zwar jeden Tag. Als Vizepräsident der Abteilung für kreatives Denken. Die Kugel hat in ihrer Wirbelsäule gesteckt. Was Sie damit sagen, sie ist... gelähmt, ja. Komm her. Du brauchst nur den Mut, das Richtige zu tun. Was ist das Richtige? Was dein Herz dir sagt. Wenn Sie eine Knarre haben, warum haben Sie sie erst benutzt, als er aufgehört hat zu schießen? Hören Sie denn hier auf? Ich habe nichts zu sagen. Mir geht es gut. Aber mir nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin der Held. Ich war es, der Conan erschossen hat. Sie sind es, Bob. Sie sind der, der Hilfe braucht. Nein. Nein, nein. Nein. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich bin nicht derjenige, der ein Problem hat. Ich brauche keine Hilfe. Dein Herz. Und deine Seele sind es, was ich brauche. Glauben Sie allen Ernstes, eine Frau wie Vanessa würde sich einen Mann wie Sie nehmen? Geben Sie einfach zu, dass Sie es sind, Bob. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich das getan habe. Wie hätte ich sonst eure Aufmerksamkeit erregt?